Kannst in Österreich und in Deutschland. Und ja, also die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön. Was mich. Ups. Schnell im Schnelldurchlauf. Jetzt schnell im Schnelldurchlauf, haha. Als letztes den Mary Luminizer in. Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen Tag und zwar ist es der YouTube Made Me Buy It Tag. Also ich zeige euch einfach alle Produkte, nicht alle, aber fast alle Produkte, die ich aufgrund von YouTube gekauft habe. Das heißt einfach Produkte, die auf YouTube mega gehypt worden sind und dementsprechend ich es auch gekauft habe. Ich kann euch leider nicht alle zeigen, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber ich zeige euch so, ich würde sagen, die gehyptesten. Möchte ich mit Eyeshadow Paletten und zwar habe ich 3 Stück, wobei eigentlich habe ich 4 Stück. Und zwar sind es alle, wirklich alle Paletten, die auf YouTube sehr bekannt sind, sehr, sehr gehypt sind. Und ich habe da 2 verschiedene Marken. Einmal habe ich Urban Decay. Da habe ich einmal die Naked 1er, also die Originalpalette. Und die ist nicht gerade viel benutzt worden, weil ich, ja, besonders im Sommer eigentlich wenig Eyeshadows verwende, witzigerweise. Dann habe ich noch die 3er. Also ich zeige euch hier kurz die 3er. Das war ja diese Rosé-Golden. Da war ja auch der megamäßige Hype. Die habe ich schon viel besser benutzt, einfach aus dem Grund, weil wir halt rosa Farben viel besser stehen, weil ich halt auch grüne Augen habe. Und die Naked Basics Palette, einer meiner Lieblingspaletten wirklich, weil die so klein und handlich ist und überall auch reinpasst. Und die Farben einfach sehr, sehr schön sind, alles matte Farben. Wobei in der 1er und in der 3er die Farben sind von matt bis hin zu schimmernd, bis hin zu diesem Satin Finish. Meine Lieblingsfarbe ist Naked 2, da ist schon voll die Kohle drin. Und Faint. Faint verwende ich manchmal einfach nur zum Konturieren und so. Und Venus ist eine sehr, sehr schöne Highlight-Farbe. Dann habe ich noch eine und die habe ich erst vor ein paar Monaten gekauft. Und zwar ist es die Lorac Pro Palette. Da muss ich sagen, die habe ich nicht so oft verwendet. Ich habe da gewisse Farben verwendet, wie zum Beispiel Champagne. Also Champagne wäre jetzt diese Farbe hier, Champagne. Oder Gold habe ich gern verwendet. Ja, das ist so meine neueste Errungenschaft. Das ist so mein Schätzchen. Die ist ja da sau teuer. Das sind, glaube ich, die Musterbeispiele, wozu YouTube einen verleitet. Machen wir weiter mit einer Sache, die ich mir erst vor kurzem gekauft habe. Und zwar, wenn ihr mein Haul gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich das Nivea Men Sensitive Aftershave Balsam gekauft habe, das ja als Primer dienen soll. Und ich habe da schon meinen Kunden gegeben. Ich finde das Produkt wirklich sehr, sehr gut. Es ist wirklich wie so ein Make-up-Kleber. Euer Make-up klebt einfach an eurem Gesicht und es bewegt sich auch nicht, egal wie heiß es draußen ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu 2 Produkten, die eigentlich fast dasselbe sind. Einmal ist es von MAC, das Prep and Prime Fix Plus. Und das andere Mal ist es von Urban Decay, der All Nighter Makeup Setting Spray in Long Lasting. Beide Produkte sehr, sehr gehypt auf YouTube, sehr, sehr beliebt. Man sieht es fast in jedem 2. Tutorial. Das soll halt das Make-up nicht langanhaltender machen, sondern einfach, es soll, also die Puderprodukte sollen praktisch mit euren natürlichen Ölen verschmelzen, damit es halt natürlicher aussieht. Das soll euer Make-up länger haltbar machen lassen. Also wie dieses Nivea Men Aftershave Balsam. Und ich finde, ehrlich gesagt, bei dem, ich bilde mir das zumindest ein, das ist wirklich was hilft, also das ist wirklich euer Make-up, also die Haltbarkeit eures Make-ups, Foundation, whatever, verlängert. Und bei dem habe ich auch wirklich das Gefühl, dass es mit der Haut so ein bisschen verschmilzt und es nicht mal so, wie soll ich sagen, so abgepudert aussieht, so matt einfach, sondern einfach so ein bisschen belebender, würde ich jetzt sagen. Schreibe euch die Preise alle unten in die Infobox, wie viel die Sachen kosten. So, mache ich noch weiter mit einem MAC-Produkt und zwar das Studio Finish Fix Powder in der Farbe NW18. Das ist ja ein sehr mattierendes Puder. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde das zu austrocknen. Also ich habe trockene Haut und ich kann das irgendwie gar nicht tragen, weil es ist total in so ein kleine klitzekleinen Fältchen absitzt und auch so wirklich die Poren auch hervorhebt. Und für trockene Haut finde ich, das ist es gar nichts. Also auf das hätte ich echt verzichten können. Ich habe mir das gekauft, weil fast in jedem Tutorial, das ich gesehen habe, war irgendwie das Puder praktisch als so fixierendes Puder. Die Deckkraft ist wirklich Bombe, da kann ich echt nichts dagegen sagen, aber es ist einfach zu austrocknend. Ich verwende es eigentlich gar nicht mehr. Ich verwende es eigentlich nur mehr jetzt als Spiegel, weil da ein Spiegel enthalten ist. Und da ist auch noch ein Schwämmchen drin. Falls ihr trockene Haut habt, würde ich euch das nicht empfehlen zu kaufen. Es ist pure Geldverschwendung. Außer ihr steht wirklich auf diesen matten Effekt, dann ja. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, wenn ich es auf meiner Haut habe. Also, da wir noch immer bei MAC sind, habe ich noch eine Sache. Und zwar eine Sache, auf die ich nicht verzichten kann. Und zwar ist dieser MAC Pro Longwear Concealer in der Farbe N
C15 und ich habe den schon nachgekauft, das ist jetzt meine zweite Flasche. Ich muss sagen, ich finde ihn einfach super. Er deckt einfach mega ab, er hält super, die Farbe passt wie angegossen. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Auch wirklich mega, mega gehypt auf YouTube. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn Leute irgendwie Probleme mit ihrer Haut haben oder viel abdecken wollen oder einfach generell diesen Full Coverage Effekt wollen. Es sind 9 ml drin, es hält relativ lange, würde ich jetzt sagen. Man braucht nicht viel, vielleicht 2 Pumpstöße maximal, würde ich jetzt sagen, für das ganze Gesicht, weil er aber wirklich sehr gut deckt und dann ist man auch ready to go. Das ist ein Pflegeprodukt, was vor, glaube ich, 2 Jahren sehr, sehr gehypt war auf YouTube. Und zwar ist es das Rosenwasser, das man ja auf Amazon kriegt, beziehungsweise in der Türkei, beziehungsweise ich glaube auch so in türkischen Geschäften. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gesehen habe und es mir kaufen wollte auf Amazon, war es ausverkauft. Ich muss sagen, ich kann einfach nicht ohne dem. Ich liebe das. Ich liebe, dass es einfach nur wirklich ein Inhaltsstoff ist und das ist Rosenwasser und sonst gar nichts. Das ist pure Natur, ohne jetzt irgendwie theatralisch zu wirken, aber Gott sei Dank habe ich es gesehen und ich bin sehr, sehr zufrieden. Meine Haut geht seitdem auch sehr, sehr gut. Ich mache hier weiter mit einem Nagellack und zwar ist es ein Nagellack, wenn ich ihn jetzt hochhalte und den Namen sage, weiß es jeder und zwar ist es von Essie Fiji. Ich habe ihn mir damals, glaube ich, vor 2 Jahren oder 3 Jahren online bestellt, weil es den bei uns einfach noch nicht gab und ich wollte ihn unbedingt und alle amerikanischen YouTuber hatten den und wie das so ist, wenn man es irgendwie in jedem Video sieht, wird man mega angefixt und man braucht es unbedingt in seinem Leben. Mittlerweile gibt es es auch im Standardsortiment hier bei uns in Österreich und in Deutschland. Und ja, also die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön. Was mich nervt, ist halt, dass es halt mega zickig ist im Auftrag. Das heißt, es ist total undeckend irgendwie. Man braucht mehrere, also ich brauche wie immer 2 Schichten plus. Und ansonsten eine wirklich sehr, sehr schöne Farbe, aber halt zickig im Auftrag. Das letzte Produkt ist wirklich ein Produkt, wo ich mich echt gesträubt habe, es zu kaufen, weil ich eigentlich diese Art von Produkten sehr, sehr selten verwende. Aber nach ungefähr 2 Jahren, wo ich es fast in jedem Favoritenvideo gesehen habe und es immer wieder mal auftaucht, habe ich mir gedacht, okay, dann kaufst du dir das Ding, weil sonst geht die Welt unter. Und zwar ist es der Mary Luminizer von The Balm. Das ist einfach ein Highlighter und der sieht so aus. Es ist so ein goldener, ja, so golden Champagner irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben. Auf jeden Fall sieht man den auch überall auf YouTube und ich muss sagen, ich verwende ihn wirklich, seitdem ich ihn habe, sehr, sehr oft. Ich verwende ihn meistens unter der Augenbraue bzw. hier auf Nasenrücken oder ein bisschen über die Lippen, aber sonst nirgendwo. Und der kostet ja auch 20 Euro, glaube ich, und da sind 8,5 Gramm drin. Und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass ich den Highlighter nie, nie, nie in meinem Leben aufbrauchen werde, weil es einfach viel zu viel Produkt ist und ich finde die 20 Euro dementsprechend auch gerechtfertigt, weil wer braucht schon einen Highlighter auf, ganz ehrlich. Das war jetzt das letzte Produkt, das ich mir vor kurzem gekauft habe, durch halt inspiriert natürlich bei YouTube. So Leute, das war jetzt mein YouTube Made Me Buy It Tag. Und ganz ehrlich, ich habe noch viel, viel mehr Produkte als jetzt das. Jetzt schnell im Schnelldurchlauf, sage ich euch schon kurz, was ich kaufen würde und was ich nicht kaufen würde. So. Für Beauty-Verrückte natürlich würde ich alles kaufen, aber für Leute, die halt abwägen würden, okay, brauche ich das nicht, sage ich ganz ehrlich. Ganz ehrlich, die Palette hier, die würde ich mir kaufen. Ich finde sie wunderschön. Naked Basics auf jeden Fall. Die 1er will ich mir nicht kaufen. Lorac Pro nicht kaufen. Nivea Men würde ich mir kaufen, hält wirklich. Die Produkte einmal hier Urban Decay All Nighter und MAC Fix Plus würde ich mir beide Produkte kaufen. Einmal dann das MAC Studio Fix Powder würde ich mir nicht kaufen, falls ihr trockene Haut habt. Abstand halten von dem. Pro Longwear Concealer auf jeden Fall kaufen. Essie Fiji will ich mir nicht kaufen, weil es mittlerweile in der Drogerie sehr, sehr ähnliche Töne gibt und es echt nicht wert ist, irgendwie 9-10 Euro für einen Essie Nagellack in der Farbe auszugeben. Rosens Rosenwasser auf jeden Fall, da bin ich ein mega Fan davon. Das letzte von The Balm, den Mary Luminizer, den würde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal nachkaufen. Wie gesagt, das ist alles meine persönliche Meinung. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr dazu hält, welche Produkte ihr von denen habt, die ich euch gezeigt habe und einfach, dass wir so ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Und dann danke ich euch natürlich wie immer fürs Zuschauen. Falls ihr einen Teil 2 wollt von YouTube Made Me Buy Teil 2, dann lasst mich das gerne wissen. Falls ihr noch kein Abonnent seid, einfach abonnieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video habe und so verpasst ihr auch keins. Ich danke euch natürlich wie immer fürs Zuschauen und wie immer sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!